Schon lange möglich, aber total unterschätzt sind Stimmenverzerrer für den Stream. Dabei kann es wirklich richtig lustig sein, mit nur einem Klick oder Tastendruck seine Stimme automatisch ändern zu lassen. So, dass man zum Beispiel wie ein Baby klingt. Damit ihr das ganz einfach für euren Stream einbauen könnt, zeige ich euch in diesem Video die Kombination aus VoiceMod als Stimmverzerrer und Elgato Wavelink als Audio-Software. Und wenn ihr auch noch ein Elgato Stream Deck habt, findet ihr auch die Info, wie ihr alles darüber steuern könnt. Ja, wo beginnen wir mit dem ganzen Setup? Das erste, was ihr natürlich machen müsst, damit ihr diesen Stimmverzerrer nutzen könnt, ist, dass ihr euch VoiceMod holt. Den Link dazu habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar findet ihr VoiceMod als kostenloses Voice Changer oder Stimmenverzerrer-Tool. Es gibt eine kostenlose Variante und eine bezahlte Variante, das sage ich auch gleich vorab. Wir schauen uns in diesem Video die bezahlte Variante an, da haben wir ein paar mehr Funktionen. Ihr könnt aber alles auch mit der kostenlosen Version machen, das gleich vorab. Dort holt ihr euch einfach die VoiceMod-Software, die gibt es für Windows 10 und Windows 11 und installiert die Software. Habt ihr das getan, solltet ihr direkt von VoiceMod begrüßt werden und so sieht die Software an sich aus. Was man dort als allererstes machen sollte, ist, dass man das gesamte Audio-Routing einmal überprüft. Also was auf jeden Fall passieren wird oder passieren kann, ist, dass einmal in Windows eure Audiogeräte durcheinander kommen. Das heißt, ihr geht einmal in die Soundeinstellungen und dort solltet ihr schauen, dass euer Standardausgabe und auch Standardeingabegerät weiterhin gesetzt ist. Bei mir zum Beispiel Wavelink System als Ausgabegerät und als Eingabegerät habe ich Wavelink Microphone FX. Danach können wir dann auch direkt in VoiceMod die Einstellungen vornehmen. Das heißt, unter Einstellungen wollen wir erstmal auf dem Tab Audio den Eingang und den Ausgang konfigurieren. Als Eingang nehme ich hier zum Beispiel mein Wavelink Microphone FX. Das hat auch einen guten Grund und das werde ich euch gleich in der Wavelink-Software zeigen. Als Ausgang wähle ich dann eine Spur von Elgato Wavelink. Und zwar nehme ich dort Wavelink AUX 1. Habe ich das getan, bin ich an sich mit dem Audio-Setup von VoiceMod schon fertig und gehe einmal in die Wavelink-Software. In der Elgato Wavelink-Software wird das Ganze bei euch ungefähr so aussehen. Auf der linken Seite hat man immer das Mikrofon. Das kann zum Beispiel ein Elgato Wave 1 oder ein Elgato Wave 3 sein. Das kann ein Elgato Wave XLR Interface sein, an dem ihr dann zum Beispiel ein Mikrofon angeschlossen habt, wie das Shure SM7B. Oder aber ihr habt von Elgato das Stream Deck Plus, dann könnt ihr hier jegliches Mikrofon auswählen. In meinem Fall ist zum Beispiel hier wirklich das Elgato Stream Deck Plus angeschlossen und ich habe einfach meinen Digitaleingang meiner Soundkarte ausgewählt, denn darüber kommt das Signal meines Mikrofons. Last but not least, hier habt ihr euer Mikrofon und das Mikrofon, das wird gefiltert in Wavelink. Das heißt, in Wavelink habt ihr ja die Möglichkeit, hier über VST-Plugins Audioeffekte draufzulegen. Und dieses gefilterte Audiosignal, das landet in der Elgato Wavelink Microphone FX-Spur. Und das ist auch der Grund, warum ihr in VoiceMod als Eingang die Microphone FX-Spur wählen solltet. Denn der Vorteil daran ist, dass erst das Mikrofon hier sauber reinkommt, eingepegelt wird, gefiltert wird und erst das gefilterte Signal kommt dann in VoiceMod. Und der Ausgang von VoiceMod, der landet wieder in Wavelink. Dafür braucht man eigentlich nur einen Kanal und ich nehme dafür zum Beispiel den AUX 1 Kanal. Den packe ich hier einfach mal mit rein und schon haben wir hier bei AUX 1, das können wir auch umbenennen in VoiceMod, eine eigene Audiospur, in der unsere VoiceMod-Effekte laufen. Und jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie wir das Ganze konfigurieren, dass wir A, keine Doppelung haben, B, uns vielleicht weiter monitoren können und C, das Ganze wunderbar in Stream und andere Programme überführen können. Fangen wir dafür erstmal bei dem Mikrofon an. Wir wollen ja unser verzerrtes Mikrofon in den Stream haben. Das heißt, wir legen eigentlich unser Mikrofon in der Wavelink-Software komplett still. Das heißt, einmal wollen wir uns nicht monitoren und einmal wollen wir auch das Ganze nicht in den Stream überführen. Das heißt, die Mikrofonspur von Wavelink ist eigentlich nur ja, eine Durchreiche an VoiceMod. Der nächste Schritt in VoiceMod ist nun, dass wir nicht nur den Voice Changer aktivieren, das müssen wir machen, damit überhaupt ausgewählte Stimmeneffekte Effekt haben oder ausgeführt werden, sondern wir müssen auch mich selbst
Hören auswählen. Haben wir das getan, wird folgender Effekt auftreten. Reden wir nun, wird das Mikrofon hier einmal ausschlagen. Das geht ja rüber in Voice Mod, wird dort mit dem Effekt versehen oder halt sauber durchgereicht und landet wieder in Wavelink. Und in Wavelink haben wir ja nun einmal das Monitoring für unsere VoiceMod-Spur. Das heißt, wir hören uns jetzt selber, wenn wir uns monitoren wollen und können halt auch die Effekte hören, die wir in den Stream übertragen. Und wir können das Ganze in den Stream übertragen, denn mit dieser rechten Spur geht das ja in den Stream-Mix. Das heißt, an eurem Audio-Setup wird dann weiter nichts veränderbar sein oder verändert werden müssen. Ihr könnt in OBS weiterhin einfach den Wavelink Stream-Mix auswählen als Audiospur. Um das in OBS auch nochmal zu zeigen, dort würdet ihr dann unter Einstellungen Audio als einziges Audiogerät eigentlich hier Wavelink Stream auswählen. Übernehmen. Okay, und schon haben wir einen Stream-Mix, in dem nicht nur unsere saubere Stimme durchkommt, wenn wir den Stimmverzerrer ausschalten in VoiceMod, sondern halt auch unsere geänderte Stimme. Das heißt, wähle ich hier zum Beispiel Clean aus, dann bin ich einfach ganz normal zu hören. Wähle ich Baby aus, dann bin ich als Baby zu hören. Aber ich kann auch andere Dinge auswählen, zum Beispiel wie ein Dämon, der dann eingespielt wird, oder ein Doktor. Also ihr habt hier ganz viele verschiedene Effekte. Und das geht jetzt in den Stream und das geht auch auf eure Ohren, wenn ihr das haben wollt oder halt nicht. Wollt ihr nun noch in Tools wie zum Beispiel Discord, dass dort auch eure Stimmeneffekte zu hören sind, wenn ihr mit Leuten redet, geht ihr dort einfach in die Einstellungen und unter Sprach- und Videochat wählt ihr als Eingabegerät dann nicht Microphone FX von Elgato oder direkt euer Mikrofon, sondern ihr wählt jetzt hier das Mikrofon von VoiceMod aus. Mikrofon VoiceMod Virtual Audio Device. Wenn ihr das tut, wird nun automatisch, solltet ihr den Soundeffekt aktivieren, das heißt in VoiceMod den Voice Changer anhaben und wie gesagt einen Effekt auswählen, das Ganze auch so in Discord übertragen oder aber ihr klickt auf Clean und dann wird in dem Moment automatisch ganz normal eure saubere Stimme übertragen. Und das könnt ihr natürlich auch in Teamspeak machen und in anderer Software, wo ihr ein Eingabegerät als Audiogerät auswählt. Nun hatte ich euch ja versprochen, das Ganze auch noch mit dem Elgato Stream Deck zu koppeln. Dafür gibt es unter anderem, wenn ihr hier einmal in den Plugin Store geht und nach VoiceMod sucht, ein VoiceMod Plugin. Also sollte das bei euch nicht installiert sein, könnt ihr das einmal installieren. Und der Vorteil davon ist nun folgender. Ihr könnt einfach auf die einzelnen Tasten nun VoiceMod Aktionen legen. Das heißt, auf der rechten Seite findet ihr dann zum Beispiel hier diesen Reiter VoiceMod. Und dort könnt ihr folgendes tun. Ihr könnt generell erstmal einen An-Aus-Schalter machen, um den Voice Changer ein- und auszuschalten. Wenn ich das zum Beispiel tue und mir parallel einmal VoiceMod öffne, macht das Ganze eigentlich nichts anderes, wenn ihr hier hinschaut und ich klicke auf diese Taste, dass der Voice Changer ein- und ausgeschaltet wird. Das ist natürlich eine super Sache, um schnell Soundeffekte aus der Stimme rauszukriegen oder wieder zu aktivieren. Was ihr aber auch machen könnt, ist, dass ihr in der Elgato Stream Deck Software konkrete Effekte auswählt. Das heißt, ihr könnt hier den Voice Changer nehmen, dann draufziehen und dort könnt ihr jetzt Stimmen auswählen. Erstmal könnt ihr die Liste auswählen, ob das aus der Favoritenliste oder Makerliste sein soll. Dann wählt ihr einfach die Stimme aus, wie zum Beispiel Baby. Könnt dem Ganzen natürlich auch noch einen Namen geben. Und klickt ihr nun auf diese Taste, macht das Ganze eigentlich nichts anderes, als dass ihr den Baby-Effekt aktiviert oder aber halt einfach dann das Ganze wieder deaktiviert mit dem Voice Changer. Eine Sache würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, noch einen weiteren Effekt hinzuzufügen über den Voice Changer. Nämlich, wenn ihr dort Clean auswählt, dann habt ihr ein sauberes Signal. Das heißt, wählt ihr zum Beispiel Baby aus und der Voice Changer ist aktiviert, könnt ihr einfach hier auf Clean gehen und habt wieder eure saubere Stimme. Und die VoiceMod-Integration in Elgato Stream Deck bietet natürlich noch mehr Möglichkeiten. Ihr könnt hier zum Beispiel zum Ändern der Stimme drücken, eine Taste belegen, wählt ihr das aus, dann wird die Stimme nur so lange geändert, wie ihr drauf drückt und lasst ihr wieder los, wird das Ganze wieder deaktiviert. Ihr seht es parallel mit der Taste oben Voice Changer an aus. Also das ist eigentlich ein Push-to-Effekt
Button. Und die Liste ist noch so viel weiter. Ihr habt ja noch eine zufällige Stimme, die ihr auswählen könnt. Und ihr könnt natürlich auch ein Soundboard nutzen, denn VoiceMod kann nicht nur die Stimme verzerren, sondern VoiceMod hat auch noch ein komplettes Soundboard integriert. Das würde, denke ich, aber jetzt den Umfang des Videos sprengen. Da könnt ihr euch gerne mal ausprobieren, wenn ihr auf Soundboard wechselt, denn dort könnt ihr dann noch lustige Soundeffekte einbauen. Und da das ganze Audio-Setup ja fertig ist mit Wavelink und VoiceMod, müsst ihr daran nichts mehr ändern, sondern einfach nur noch eure Soundeffekte einrichten. Ja, solltet ihr noch mehr zu Elgato Wavelink lernen wollen, schaut doch gerne mal hier oben rein. Dort ist eine ganze Playlist zu der Software. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!